Lange Spaziergänge mit ihrer kleinen Familie waren für Annelie Müller bislang immer kostbarer Ausgleich zum Arbeitsalltag. Den Tag hinter sich lassen, für einige Momente den Berufsstress vergessen, den Frieden erleben, die Stille genießen. Doch diese Freiheit und besonders diese Ruhe, die von heute auf morgen in ihrem Leben Einzug gehalten hat, sind Annelie Müller jetzt schon zu viel. Mitte Juni ist die 61-Jährige nach knapp 37 Jahren in den Ruhestand getreten. Von einer verantwortungsvollen Position in einer Bank in einen Lebensumstand, der ihr nicht ganz geheuer ist. Ich habe das noch gar nicht registriert, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ich fühle mich noch, wie wenn ich Urlaub hätte. Es wird für mich sehr, sehr schwer sein, dann meinen Beruf nicht mehr auszuüben, aber irgendwann muss mal jeder gehen. Obwohl sie jetzt alle Zeit der Welt hätte, endlich mal auszuspannen und den Tag zu genießen, fällt es ihr nicht leicht, loszulassen. Herausgerissen aus einem voll und ganz durchorganisierten Arbeitsleben. Als Führungskraft in einer Bank war vor allem die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern ein großer Teil ihres Aufgabenbereichs. Der Umgang mit Menschen ist das, was ihr jetzt schon fehlt. Was ich vermisse, sind natürlich meine Kolleginnen, mein einzigster Kollege auch. Und die Verantwortung, wo ich tagtäglich gehabt habe, auch die Telefonate mit Kunden oder Berater, das habe ich natürlich zu Hause nicht mehr. Und das wird mir sehr, sehr schwer fallen. Weil Verantwortung hat man im Haushalt nicht so ein großes wie im Geschäft. Und da muss ich an mir arbeiten, dass ich das gut überbrücke. Und da deswegen möchte ich ja auch noch, wenn ich im Ruhestand bin, jetzt noch irgendwas machen. Zum Beispiel Menschen in Not helfen. Dass sich diese Aufgabe durch das Lächeln eines Kindes bezahlt macht, haben Annelie und ihr Mann bereits erfahren. Eine schwere Krankheit vor etwa 8 Jahren hat Annelie Müllers Leben völlig umgekrempelt. Danach haben sie und ihr Mann beschlossen, auch andere Menschen sollen Chancen auf ein besseres Leben bekommen. Seit dieser Zeit haben sie Patenschaften für 2 Mädchen in Südafrika und Äthiopien übernommen. Darüber sind sie heute sehr glücklich. Doch Annelie hat jetzt Zeit, auch in ihrer unmittelbaren Umgebung zu wirken und Menschen mit ganz praktischer Hilfe zu unterstützen. Ich möchte mir was aufbauen, wo ich alle Menschen betreuen kann, ab und zu einen Besuch machen kann. Die Menschen, die wo nicht auf der Sonnenseite sind, sondern auf der Schattenseite sind. Die, wo nicht einmal das Geld haben, um eine Nachbarschaftshilfe zu bezahlen. Weil ich möchte es ehrenamtlich machen. Möchte mal Grüß Gott sagen oder mit den Leuten spazieren gehen oder Spiele machen oder vorlesen von der Zeitung oder ein bisschen diskutieren. Das ist mein Lebenstraum, wo ich noch habe, wo ich noch erfüllen möchte. Das Rentenalter als Chance wahrnehmen und lang gehegte Träume verwirklichen. Einfach das schöne Leben genießen. Nach genau diesem Motto lebt Kitty Seitz nun schon 20 Jahre in Rente. Als sie mit 68 Jahren aus dem Arbeitsleben ausschied, war sie erst einmal froh, endlich ausschlafen zu können, wie sie heute sagt. Ins Rentenleben, das ist die Belohnung für das Leben vorher im Arbeitsrhythmus. Das ist die Belohnung, dass du nachher machen kannst, was du willst und dass du dich um dich selber kümmern willst. Ich mache Gymnastik, ich mache Handeln, ich mache Kniebeuge, ich mache Trockenbürsten täglich. Täglich mache ich das. Sieht man, gell? Mit dieser selbstbewussten Einstellung gelang Kitty Seitz der sensationelle späte Durchbruch als Fotomodell. So stand sie mit 70 Jahren auf einmal im Rampenlicht und ihr Lächeln konnte dank ihrer steilen Karriere bald in Hochglanzmagazinen bewundert werden. Sie stand für weltbekannte Marken wie Christian Dior vor der Kamera, hat in Filmen mitgespielt und ist als Fotomodell bis heute gefragt. Dass sich ihr Leben im gestandenen Alter noch einmal so überschlagen würde, hätte sie nie für möglich gehalten. Und dass ihr Leben weitergeht und nicht stehen bleibt, dafür sorgt sie bis heute mit vollstem Einsatz. Ich genieße mein Leben. Ich brauche meinen Freiraum. Ich bestimme. Es ist einfach manchmal kaum zum Aushalten. So eine Power habe ich. Vielleicht das Patentrezept. Sich nicht gehen zu lassen, das Leben in all seiner Vielfalt zu genießen und sich immer wieder Wünsche zu erfüllen. So wie Kitty Seitz, die sich ihren Traum vom Fliegen verwirklichte und einen Pilotenschein gemacht hat.
Und das rät die Power-Seniorin allen Neurentnerinnen und Neurentnern. Sie sollen sich hinsetzen und sollen dankbar sein für das, was sie geleistet haben. Schon einmal das. Macht einen stolz, aufhält einen aufrecht, was man geleistet hat im Leben. Irgendjemand hat ja immer was geleistet. Es gibt ein paar Vagabunde drunter, die es nicht mehr. Aber im Grunde genommen sollen sie sich nicht fallen lassen. Der Eintritt in das Rentenalter bleibt für alle Menschen eine individuelle Herausforderung. Vom glamourösen Unruhezustand über das Aufblühen in sozialem Engagement bis hin zum geruhsamen Lebensabend. Es gibt viele Möglichkeiten. Klar ist jedoch, dass mit dem Ende des Berufslebens das Leben noch lange nicht zu Ende ist.